Die TSG Reutlingen und die Bruderhausdiakonie haben am Freitag ein inklusives Fußballturnier veranstaltet. Auf dem TSG-Sportgelände an der Ringelbachstraße traten inklusive Fußballmannschaften aus dem ganzen Land gegeneinander an. Diese spielten um den Echertscup, einen von der Bruderhausdiakonie gestifteten Wanderpokal. Alle Teilnehmer waren geimpft, genesen oder getestet. Außerdem mussten sich die Zuschauer an die gültigen Hygiene- und Abstandsregeln halten.